Vor knapp 7 Monaten habe ich den Handel auf dem Marktplatz Amazon begonnen und habe bis heute beachtliche Umsätze damit erzielen können. In diesem Video zeige ich dir, welche Umsätze ich erzielt habe und wie meine Erfahrung in den ersten 7 Monaten mit Amazon war. Ich heiße dich herzlich willkommen auf dem Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren Themen wie E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen, Investitionen und die Selbstständigkeit, dann abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wie immer zeige ich das Ganze an meinem Laptop. Lasst uns loslegen. So Freunde, dann lasst uns mal über die Statistiken von meinem Amazon-Account sprechen, den ich wie gesagt seit Februar dieses Jahres erst gestartet habe. Und wenn du diesen Kanal verfolgst, dann wirst du gesehen haben, dass ich gemeinsam mit euch mich hier registriert habe im Februar. Wenn du diese Videos dazu sehen willst, wie auch du dich bei Amazon registrieren kannst, dann findest du das Ganze unten in der Beschreibung oder in der Infobox oben rechts und kannst das Gleiche natürlich nachmachen. Schritt für Schritt Anleitung gibt es da. Ich habe Playlists zusammengestellt, wie du dir Schritt für Schritt dein Amazon-Account aufbauen kannst, alles einstellen kannst, um so loslegen kannst zu verkaufen. Heute, wie gesagt, zeige ich euch meine Statistiken, die ich in knapp 7 Monaten jetzt erreicht habe und ich bin echt begeistert. Also was hier möglich war, das hätte ich nicht gedacht in dieser kurzen Zeit. Natürlich kann es sein, dass hier die Corona-Krise so ein bisschen nachgeholfen hat mit den Umsätzen, da ja viele Ladengeschäfte und Einzelhandel zugehabt hat. Und die Kunden haben vermehrt online gekauft. Jedoch bin ich mir sicher, dass Amazon diese Kaufstärke auch generell mit sich bringt und in Zukunft immer weiter mit sich bringen wird, so dass hier wirklich beachtliche Umsätze zu erzielen sind, die ich euch hier direkt mal zeigen werde. Jedoch hat das Ganze nicht sofort so schön angefangen. Ja? Als ich hier, das ist jetzt meine Erfahrung von Amazon, als ich hier angefangen habe zu verkaufen, habe ich direkt mal als erste Bewertung im Februar direkt eine negative kassiert. Was ist passiert? Und zwar hat ein Kunde gekauft, ich habe den Artikel versandt und dann ist der Artikel nicht angekommen und ist wieder zurück an mich gegangen. Ja? Der Kunde hat sich direkt gedacht, okay, ich habe den Artikel nicht bekommen, und hat eine negative Bewertung gegeben. Ja? Im Nachhinein habe ich ihn gefragt, was ist denn Ihre Lieferanschrift? Er hat mir dazu geschrieben, ja dies und das. Ich so, Sie haben aber mir eine ganz andere Lieferanschrift mitgeteilt. Ja? Die wird ja automatisiert festgelegt von dem Kunden beim Kaufprozess und dann an mich mitgeteilt, an die Adresse, an die ich versenden soll. Und in dem Falle hat er einfach mal eine ganz andere Adresse, beziehungsweise der Name hat nicht übereingestimmt mit dieser Adresse. Und ja, da gibt der Kunde direkt mal eine negative Bewertung ab. Ich denke, das ist ein Einzelfall. Danach hatte ich keine negativen Bewertungen mehr. Jedoch musste ich da nochmal hinterher telefonieren und den Kunden immer wieder bitten, diese Bewertung zu entfernen, denn es gibt nichts Schlimmeres als ein neuer Händler auf dem Marktplatz Amazon mit direkt einer negativen Bewertung positioniert zu sein. Dann vertrauen einem die Kunden natürlich nicht so stark. Wie gesagt, das war meine erste Erfahrung, direkt ein Schlag ins Gesicht, aber ich habe nicht aufgegeben, einfach weitermachen, gar nicht schlimm, es waren trotzdem Verkäufe da. Und somit hat das Ganze auch seinen Lauf genommen. Irgendwann war die Bewertung dann weg. Jedoch kenne ich das so vom Marktplatz eBay, wo ich schon länger tätig bin, nicht. Da ist es so, dass man direkt den Kundenservice kontaktieren kann und diese Bewertung dann auch gelöscht wird. Ja? Hier ist es so, dass ich den Kundenservice, den Amazon-Kundenservice kontaktiert habe und die haben gesagt, klären Sie das mit dem Käufer. Ja? Und dann muss man natürlich da sich selbst ins Zeug legen. Habe ich gemacht, ist alles gut gewesen. Mittlerweile habe ich einige Bewertungen schon sammeln können hier. Jedoch sind die Kunden sehr sparsam mit Bewertungen, zumindest mit den Händlerbewertungen. Auf Produkte kriegt man Bewertungen, jedoch als Händler wird man sehr unregelmäßig bewertet. Bei den Verkäufen, die ich mittlerweile getan habe, haben vielleicht 2% Bewertungen abgegeben von allen Käufern. Wenn du weißt und mir einen Tipp geben kannst, wie ich besser Bewertungen von Kunden bekommen kann und wie ich die darauf aufmerksam machen kann, dann schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen.
So, dann kommen wir einfach mal zu den Umsätzen, die ich euch hier zeigen möchte. Ich befinde mich hier in meinem Seller Central von Amazon und gehe dann hier auf Berichte und Statistiken. So, dann sehen wir hier die Berichte und Statistik von heute. Jedoch möchte ich hier das vom Anfang des Jahres bis heute zeigen. Und dann sieht das Ganze nämlich so aus. Es ist wirklich unglaublich, was hier in kürzester Zeit erreicht wurde. Wie ihr seht, im Januar hatte ich noch null Umsätze, da ich noch nicht verkauft habe. Und im Februar ging das Ganze los und stieg immer weiter kontinuierlich nach oben an, bis im Mai bis zu 41.000 Euro Umsatz für einen Monat. Das ist echt eine unglaubliche Statistik. Ich vermute ja, hier ab März, Februar, März, April, Mai, hier war ja hier die Corona-Phase. Da ist es natürlich ziemlich hochgegangen, weil viele Kunden, wie gesagt, schon auf den Online-Handel umgeschwenkt haben. Viele Ladengeschäfte hatten zu. Dann ging das leicht ein bisschen nach unten. Ich vermute, hier war so ein bisschen das bekannte Sommerloch. Und mittlerweile geht das Ganze wieder nach oben. Wir sind jetzt bei 40.000 Euro im August. Und da haben wir das Weihnachtsgeschäft noch gar nicht drin, ja. Also ich vermute, dass das Weihnachtsgeschäft hier wirklich noch das Doppelte mit sich bringt. Insgesamt seit Anfang des Jahres haben wir hier 233.000 Euro Umsatz erwirtschaften können, was echt beachtlich ist in der kurzen Zeit. Und das Ganze wird natürlich hier im Weihnachtsgeschäft nochmal gesprengt. Wer schon länger Händler auf den Marktplätzen ist, der weiß, dass das Weihnachtsgeschäft zum Teil das Zwei- und Dreifache mit sich bringen kann an Umsätzen. Und deshalb sage ich auch immer, man kann das ganze Jahr sich auf das Weihnachtsgeschäft vorbereiten, sein Geschäft auf die Beine stellen und dann ab Oktober fürs Weihnachtsgeschäft Vollgas geben und dann erreicht man Umsätze, die wirklich beachtlich sind. Damit kann man das ganze Jahr abdecken. Und davon gehe ich auch aus, dass es auch hier auf Amazon passieren wird, vor allem bei Amazon. Amazon ist für mich natürlich die Nummer 1. Bislang war ich immer eBay-Händler und dann habe ich mich natürlich entschieden, auch bei Amazon zu listen. Ich habe länger gebraucht, meine Artikel freizugeben, um diese hier bei Amazon listen zu dürfen. Und nun ist das geschehen und es funktioniert sehr gut. Ich bin da sehr begeistert, denn Amazon ist halt der König auf den Marktplätzen, ja. Und das wird auch länger bleiben und auch für die Zukunft wird das Ganze immer mehr und mehr stärker werden bei Amazon. Deshalb, wenn du planst, auch bei Amazon Händler zu werden oder auch bei eBay, dann solltest du das nicht außer Acht lassen und einfach anfangen. Alle Informationen hier kriegst du auf diesem Kanal und ich helfe dir gerne weiter. Stell mir gerne Fragen unten in die Kommentare und kontaktiere mich und ich werde dir so gut es geht helfen und dir den Weg nach vorne zeigen. Ja, so viel zu meinen Umsätzen. Ich werde noch ein Feedback geben, wie es nach dem Weihnachtsgeschäft war bei Amazon, so dass ihr da einen Einblick kriegt. Und wenn du hier mit diesem Kanal wachsen möchtest, mit uns gemeinsam als Community auch in Zukunft, dann abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. So wirst du immer auf dem aktuellen Stand bleiben. Gib dem Video gerne auch einen Daumen hoch, wenn dir diese Videos hier gefallen. Und schau dir die Playlists an von Amazon sowie auch eBay, wo ich dir Schritt für Schritt erkläre, wie du hier ein vernünftiges Händlerkonto aufbauen kannst und anfangen kannst, deine Artikel bei den jeweiligen Marktplätzen zu verkaufen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie immer, alle Informationen unten in der Beschreibung. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Und bis zum nächsten Video. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Verkaufen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.